Jan, wir fragen bei unserer Korrespondentin in Istanbul nach, Katharina Willinger. Guten Abend dorthin. Wie schwer wirkt denn das aktuell? Es scheint sich ja zu beschleunigen, diese Wirtschafts- und Finanzkrise, also sowohl innen als auch außen. Also nach außen hin wirkt es sich natürlich vor allen Dingen in der Tilgung der Dollarkredite aus von Seite der türkischen Unternehmen. Die sitzen ja auf einem echten Schuldenberg, und zwar von rund 240 Milliarden US-Dollar. Und diese Kredite, die müssen natürlich in fremde Wiesen auch wieder getilgt werden. Jetzt ist es natürlich so, wenn ein Unternehmen hier im Land in türkischer Lira erwirtschaftet, und das ist ja meistens so, dann wären diese Kredite in der Rückzahlung im Umkehrschluss in Dollar natürlich umso teurer. Das ist ein Effekt. Und ein Effekt zeigt sich direkt auch im Inland. Das ist zum Beispiel der Handel mit Importgütern, Beispiel Elektroartikel. Am Freitag haben hier viele Läden die Preise bei Elektroartikeln direkt um 20% erhöht. Aber die Menschen im Land, die verdienen natürlich jetzt nicht 20% mehr. Dementsprechend sinkt jetzt natürlich die Kaufkraft. Und das wiederum hat natürlich Auswirkungen auf türkische Unternehmen, die damit noch in größere Schwierigkeiten geraten. Ja, und Präsident Erdogan sagt, die USA, also Trump, sei schuld. Und Trump hat irgendwie einen Bärendienst erwiesen, nämlich Herrn Erdogan, indem er diese Zölle erhoben hat. Nun kann Erdogan sich hinstellen und kann sagen, er ist schuld, nicht die Lage, die wir ohnehin schon haben. Und die Bevölkerung, geht die da mit? Das kommt ganz drauf an, ob man Regierungsanhänger ist oder eben nicht. Es kommt auch ein bisschen darauf an, welche Medien man konsumiert. Der Großteil der türkischen Medien, der gilt ja als regierungsnah. Und die regierungsnahen Medien, die vertreten natürlich die Meinung der Regierung, die eben ist, dass der Westen bzw. die USA einen Wirtschaftskrieg gegen das Land führt. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, die sagen, das Problem ist hausgemacht, die der Regierung, der AKP-Regierung und dem Staatspräsidenten die Schuld geben. Wir waren heute in Istanbul unterwegs und haben uns mit einigen Menschen unterhalten, und die waren wirklich sehr verärgert und haben gesagt, es muss sehr schnell was passieren. Lange können wir das nicht durchhalten. Es trifft uns in allen möglichen Bereichen, und die fordern jetzt eben von der Regierung konkret ein Maßnahmenpaket auf den Tisch zu legen. Ja, und das ist ja schon angekündigt, aber das halten Experten für wenig hilfreich, weil das ganze Problem ist ja nicht ein paar Tage alt. Und die Notenbank ist ja schon sehr oft offiziell aufgefordert worden, die Zinsen anzuheben, hat man aber nicht getan. Weil Präsident Erdogan Zinsen nicht mag, ist das dann noch ein autarkes Arbeiten der Notenbank oder ist das schon vorauseilender Gehorsam? Ja, Sie sprechen da eigentlich das Grundproblem der ganzen Krise an, nämlich dass ausländische Investoren ein Vertrauen in die Türkei verloren haben, eben auch, weil sie die Unabhängigkeit der Zentralbank nicht als sichergestellt ansehen. Das heißt, Erdogan hat in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass er Einfluss auf die Notenbank hat. Und das haben viele Investoren zum Anlass genommen, ihre Gelder jetzt aus der Türkei abzuziehen. Der Disput, der Konflikt mit den USA, der setzt jetzt noch mal eins drauf. Die Strafzölle, die seit heute in Kraft sind, auf Aluminium und Stahl, die machen das Ganze natürlich jetzt noch schwieriger. Ja, und dann schauen natürlich alle auf Bündnisse, die bestehen, zum Beispiel das NATO-Bündnis. Und da warnen einige und sagen, lieber Herr Trump, treibt doch bitte die Türkei nicht aus diesem Bündnis heraus. Aber kann denn die Türkei überhaupt ein Interesse daran haben, mit einem Ausstiegsszenario ihrerseits zu drohen? Ich denke nicht. Was Sie ansprechen, bezieht sich ja vor allen Dingen auf Drohungen, die Erdogan jetzt am Wochenende wieder geäußert hat, unter anderem in einem Artikel, einem Meinungsartikel, einem Gastbeitrag, den er im New York Times veröffentlichen konnte. Da sagt er ja, dass wenn die USA ihren Plan, ihre Sanktionen, ihre aggressive Haltung gegenüber der Türkei so weiter fortführen, dann würde man sich neue Partner und neue Freunde suchen. Allerdings hat die Türkei, und das ist auch aus Regierungskreisen so, dass man kein Zeichen vernimmt, dass man ernsthaftes Interesse an der Aufkündigung einer NATO-Mitgliedschaft verfolgt. Da geht es in erster Linie um Handelsbeziehungen. Das sind auch Szenarien, die türkischen Medien hier groß skizzieren momentan. Da werden Modelle entworfen, da sind China mit drin, da sind Russland mit drin, da ist der Iran mit drin oder da ist Venezuela mit drin, dass man hier engere Handelsbeziehungen auch gegen die USA knüpfen möchte. Und eine Intention dabei ist natürlich auch ein Handel in lokaler Währung, weg von den Devisen Dollar und Euro, den man mit China, Russland und dem Iran zum Beispiel führen könnte. Aber diese Pläne, die helfen natürlich nicht, das bestehende Grundproblem zu lösen. Und das ist, dass türkische Unternehmen eben auf 240 Milliarden US-Dollar Schulden sitzen und dass die türkische Lira immer noch weiter an Wert verliert.
Wir werden sicherlich morgen wieder darüber reden müssen, denn diese Krise ist noch nicht vorbei. Ich danke für heute sehr herzlich für die Informationen aus Istanbul, Katharina Willinger. Gerne.